Und schon haben wir das Level gefunden, was jetzt Abkürzung dient. Abkürzung bis hin zum Endboss, oder fast bis zum Endboss. Aber der normale Ausgang lockt mich dann doch. Das Level machen wir dann in Reihenfolge, also wenn wir alles andere gemacht haben. Tja, Münze noch abholen und wieder runter. Toll, jetzt bin ich wieder am Anfang. Super. Ich starte eigentlich nur mit einem Power-Up mehr und ein bisschen Level-Kenntnis. Naja. Na komm, gib mir eine Blume. Na komm schon. Jetzt kann ich nicht mal mehr die Blume kriegen. Zack. Okay, drei Schüsse hält Giga-Gumba aus. Dann dürfte der zwei aushalten. Jupp. Normale Gumbas ein. Das ergibt Sinn. So. Hochkommen. Zack. Na, nee, diesmal nicht. Wir wissen ja, dass die Lavasäule hier hochkommt. Naja. Zack. So. Jetzt ist nur noch die Frage, wo zum Teufel ist die letzte Sternmünze? Gute Frage, oder? Ich habe keine Ahnung. So, hier muss man ja quasi schon runterspringen, wenn das andere runtergeht. Genau. So ist gut. Hier rüber. Und treffen lassen. Und hoch. Jupp. Die Gummis da werden aber auch geopfert wie sonst was. Meine Güte. Die Armen. Zack. Ah. Nein. Toll. Die siebte habe ich noch bekommen und die achte verfehlt. Na super. Nein, 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 nicht da sterben, nicht da sterben. Okay. Ah, da unten kommt man irgendwie hin. Also geht's da doch rein, nur kein Eintritt für Gumbas anscheinend. Das ist eigentlich böse. Ziemlich. Sind zu viele. Meine Güte. Ja, es kommt noch mehr raus. So. Das geht hier nicht rein? Irgendwie muss ich doch da runterkommen. Sag nicht jetzt von links. Ah, ich habe gerade eigentlich keine Lust, das auszuprobieren. Na gut. Wow! Ich hatte doch recht. Okay. Und wieder raus. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das Level gut abgeschlossen. Sollte ich jetzt nicht drauf gehen? Wow! Ha! Das war knapp. Okay, hier muss man echt schnell sein. Los geht's mit Welt 8.3. Und danach Kamix Festung. Kann ich mich dann rächen für alles Böse, was er mir angetan hat. Toll. Kern-Upgrade für Mario. Ne, Feuerbrüder. Wow. Muss ich wieder mein Leben riskieren für glänzende Sachen? Hä? Hilfe? Manchmal ist Mario auch wie eine Frau. Yay, da glänzt was. Ich muss hinrennen und mich fast dabei umbringen. Oh, noch ein Feuerbruder. Zack. Gut. Ah. Also so langsam packt der Hack die schwersten Gegner aus. Und weiter. Na! Wow. Das war knapp. Warum? Die weichen immer so aus. Was? Warum? Ich habe ihn zuerst getroffen. Na gut, vielleicht kriege ich diesmal ja den Pilz. Ah, ich sehe schon, das wird ein sehr interessantes Level. Zack.
Nein, warum geht der in die linke... Ah, warum geht die auf die, der auf die linke Seite? Das ist... gemein. So. Ark! Warum springst du? Die Gegner, meine Güte. Ja, ich sehe schon, Welt 8 wird noch lustig für alle Leute, die zuschauen. Und ja, nicht so lustig für mich. Oh, im Übrigen, ups, die Lava tötet natürlich sofort. Toll. Es wäre, als hätte ich kein Power-Up bekommen. Ah, super. Ich war gefangen. Ich muss die nach Möglichkeit echt umbringen. Ich bin gespannt, ob ich durch diesen ganzen Hack durchkomme, ohne Game Over zu gehen. Also beziehungsweise, ja, wichtiger wäre es mir, ehrlich gesagt, ups, durch das Normale durchzukommen, bei Spezialleveln dann mal das eine oder andere Leben nochmal zu holen, ist sicherlich kein Problem. So. Man muss immer warten, dass sie springen. Sind sie verwundbar und können getötet werden. Quasi. So, weiter geht's. Aufpassen. Wow. So. Du. Stirbst. Stirb damit endlich mal. Geht's hier rein? Nö. Okay, hier könnte man vielleicht rauskommen, wenn man schon die erste Münze gefunden hätte. Ich weiß es nicht. Yay. Was zur Hölle? Da ging's rein? Ach, du meine Güte, wieder sowas. Gut, funktioniert. Okay, die Lava steigt hier. Das sollte man schnell machen. Ganz eindeutig. So, jetzt wäre der Mittelpunkt eine super Sache, ganz ehrlich. Wow, wow! Okay, ich bin nicht gestorben. Ich bin zufrieden. Der Mittelpunkt. Nein! Oh, ich wäre fast in die Lava reingesprungen. Oh, ich habe einen kleinen Herzinfarkt bekommen. So. Gut. Arg. Ja, wenn man getroffen ist, kann man eine kurze Zeit lang nicht springen. Und wie gesagt, die Lava verschluckt einen einfach. Keine Chance. Selbst wenn ich eine Blume gehabt hätte oder was auch immer. Keine Möglichkeit. Huch! Und da wurde ein Koopa gefressen. Boah, die Lava ist wirklich unersättlich. Genau dazwischen gesprungen. Nice. Das kriegt man nicht mehr hin, wenn man es möchte. Wahrscheinlich. So, gucken wir nochmal. Wird der Koopa wieder gefressen? Zack, ja. Hey. Das ist anscheinend immer der Fall. So, jetzt bleibe ich aber hier mal nochmal eine Weile. Bis darüber springen ist eigentlich doof. Aber genauso hier unten zu stehen. Nee, das ist... Ah, das ist eine doofe Stelle. Vielleicht, wenn ich die Kette ganz, ganz unten am letzten Kettenglied greife. Und dann über den Gegner hinweg. Ne, geht nicht, aber über den Feuerball hinweg. Na, das reicht mir schon. Wow, okay, jetzt. Das mit den Ketten über der Lava. Gut. Da oben gibt es wahrscheinlich ein Power-Up, aber erstmal werden hier die Gegner gegrillt. Bevor sie mich grillen. Zack. Okay. Hey, hier sind Bob-Oms und da unten sind diese tollen, ja, zack, Blöcke, die man mit Bomben zerstören kann. Also, wahrscheinlich ist die dritte Sternmünze hier. Oh, toll, und ich darf nach links. Da habe ich Lust drauf, nochmal zurücklaufen. Naja, gut. Wenn ich dann das Level nie wieder sehen muss, dann ist es das wert. Sag's doch, zurücklaufen. Zack. Hey, nice Blume.
Passt nicht ins Level, aber gut, warum nicht? Eine gute Sache, um die Gegner hier zu töten. Na komm. Na, super. War ja klar, dass sowas in der Art passiert. Wow. Wow, das hängt ja alles ziemlich tief. So. Das sollte das Ende sein, nach Möglichkeit. Jupp. Natürlich immer noch mit Lava. Hätte man auch nicht anders erwartet. Und ein Leben. Sehr schön. Und ich habe 99 Münzen. Das ist super. Ah, jetzt hätte eigentlich nur noch oben eine 99 und nicht eine 29 stehen müssen. Gut, dann haben wir auch die Brücke. Und mal gucken, ob ich hier durchkomme, ohne von Podobos getroffen zu werden. Oh, nein, gleich der erste trifft mich. Na, da bin ich mal gespannt, wie die Level hier verändert wurden. Das sieht doch eigentlich noch ganz gut aus. Zack. Ja, das ist okay. Bei den Leveln sollte man hier gerade in Welt 8 eigentlich immer darauf achten, dass die Podobos, ja, gerade zu sehen sind. Da man sich dann, wie eben, einfach mal so ein Leben erschleichen kann. Zumindest wenn es genug sind. Netter kleiner Trick. Hey, aber das interessiert mich jetzt. Ich glaube, ich mache nochmal ein Level, ein Video über die ganzen quasi Gegner-Level. Dann schauen wir uns die mal an. Okay, es sind schon mal mehr Podobos. Das ist eigentlich nur cool. Ups. Zack, und jetzt warten. Wuhu! So kriegt man Leben! Bam! Ich finde es auch schön, wie das hier verändert wurde, dass man nicht immer nur drei Pilze kriegt. Wo ich jetzt gerade einen Pilz eigentlich ganz cool fände. Na. Hey, ich habe 5 Pinguinanzüge! Was zur? Ah, damit könnte ich Podobos auslöschen, das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Ich glaube, es gab immer 3 Gegnerlevel pro Welt. 3 verschiedene. Und das ist, scheint irgendwie das gleiche zu sein. Oh. Ups, okay, ein Podobo habe ich gekillt. Sorry! Ah, die kommen hier in unterschiedlicher, ja, Geschwindigkeit. Hey, 2! Wow! Nice! Das ist cool. Wahnsinn. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn ich jetzt klein zu Kame gehen muss. Das hat sich gelohnt. Schöne Sache. Jetzt mache ich auf jeden Fall noch ein Video und zeige das alles. So als Special am Ende. Da kommt hier die Lava hoch. Sieht so aus wie so ein Level, wo die Lava hoch... Oh. Ah, nein. Ach, man hat noch ein bisschen mehr Zauber dazu hinzugefügt. Das ist ja toll. Wow. Rapid Fire quasi. Also Schnellfeuer. Sehr, sehr schnell. Oh ja, genau. Und schön bunt ist es. Ach, Kamek war das immer mit dem hellblauen. Was dann einfach mal so zwischendurch einfach so kam. Zack, 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 zack. Hm. Gibt's hier irgendwo sowas wie Münzen? Gibt's sowas noch? Oder wurde sowas abgeschafft? Also Sternmünzen natürlich. Ja, zack. Na. Ach, was soll's. Ab in die Tür. Interessant. Hey, eine Feuerblume. Ist das hier ein normales Level oder ist das... Wow, wow, wow. Optional. Eine Sternmünze. Also es ist wahnsinnig schwer. Oh, Sternmünze. Hm. Wie soll ich da rankommen? Ah, wow. So klappt es schon mal nicht. Ich glaube, das ist eine gute Idee von hier aus. Na. Wie soll ich da rankommen ohne... Propeller Suit. Keine Ahnung, muss ich sagen. Also von links springen, das wird nicht funktionieren. Vielleicht im letzten Moment? Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Und nochmal. Im letzten Moment, am letzten Stück. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Also die Leute, die vielleicht Tee trinken wollen, hätten das machen können.
Jetzt nicht mehr. Zeit vorbei. Sitzen bleiben. Naja, gut. Da war gerade der Mittelpunkt vorher. Also an der Stelle wären dann Propellerpits echt eine super Sache. Ist hier irgendwas Sinnvolles drin oder sind das nur Münzen? Es sind in der Tat nur Münzen. Ja, wenigstens kriege ich hier noch einen Pilz. Immerhin. Immerhin. Oh, Hilfe! Tot. Ja, der letzte Drehsprung war nicht so geplant. Gerade so viele Leben bekommen. Kann man sehr gleich wieder verplempern. Also falls man irgendwann mal Leben braucht und schon in der achten Welt ist, die Polobos sind wahnsinnig großzügig. Da kann man sich immer mal ein paar abholen. Und tolle Power-Ups, die ich auch bald verwenden werde, wenn das hier nicht mal besser läuft. Na komm, geh runter! Ist das... Oh, wie lange bleibt denn das? Die blöde Lava da. Wow! Knapp. So, jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle. Ach, das ist so knapp. Na komm schon. Ich habe aber hier auch nichts zum Werfen oder sowas in der Art. Ah, wie gesagt, knapp, knapp, knapp. Ja, wuhu, also es geht doch. Gut. So, Sprung. Bitte lass es vorbei sein. Das wäre jetzt eine gute Zeit. Yay, es ist vorbei. Sehr gut. Und das war natürlich die zweite Münze. Die erste muss ich nochmal suchen. Gut. Ah! Nein, hör mal auf zu zaubern! Was ist das denn? Kann man ja schon nicht mehr als Schnellfeuer bezeichnen. Das ist ja Ultra-Schnellfeuer. Kamek, die alte Socke, kann echt gut zaubern. War eigentlich, wie gesagt, schnell. Ah! Lass mir doch mal eine Sekunde Zeit, um durchzuatmen. Ich will dich doch nur umbringen. Lass das. Hör auf zu zaubern. Ah. Ups. Zack. Das war mir eindeutig zu viel. Ich darf die Münze nochmal holen. Huhu! Easy Mode. I don't care. Schauen wir mal, wie lange ich den Propellerpilz behalten kann. Also das... Wow, das Gefährlichste dürfte jetzt in dem Fall wahrscheinlich, ja... diese blöde, stachelige Decke sein. Die hier. Mal gucken, ob ich's... Wow, hinten... Na, kriege ich nicht hin. Ah. Wäre die Decke da nicht gewesen, dann wäre es ganz einfach. Das ist wahrscheinlich auch deren Aufgabe. Mich davon abzuhalten, mit einem Propeller-Suit das Ganze einfacher zu machen. Die Levels sind ja noch nicht schwer genug. Man muss es auch noch so machen, dass Upgrades nicht helfen. Naja, ich mag eigentlich schwere Spiele. Keiner muss jetzt sagen, ich soll I Wanna Be The Guy durchspielen. Das habe ich schon getan und das war am Ende eigentlich nur noch langweilig. Ups, na verdammt. Ich hätte das davor nehmen sollen.